Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Okay. Warum sind hier Tiere? Oh nein. Nein, ich ahne es. Ich muss diese Kugeln wegkriegen. Also das Zurückschubsen ist ja schon mal richtig. Okay, Moment. Oh, Scheiße. Nicht darüber? Nee. Nur die Kuji-Magie kann die Verteidigung des dunklen Samurai. Ah. Das war so klar. Okay, Moment, warte, das ist nicht korrekt. Aha, okay. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die hier. Ah, okay, ich glaube, es werden weniger Kugeln. Na komm, na komm, na komm. Okay, ich glaube, da wird gerade etwas kritisch über mir. Was geht hier ab? Ah, er setzt ebenfalls Magie ein. Okay. Er setzt Eiszauber ein. Halt, das war der falsche. Scheiße. Boah, leck's mirstens, ey. Ehrlich. Das hat ja doch mal auf Anhieb funktioniert. Okay. Noch mehr Kugeln weg, ja? Das trifft gerade irgendwie am meisten. Okay. Laufen. Ups. Nein, warte. Da. Trinken. Drei Kugeln sind's noch. Alter, was macht denn der da? Blitz.
Blitze. Okay. Wow, 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 wow. Wow, lauf, Hero, lauf. Komm wieder runter, Dickerchen. Na komm. Na komm. Und zurück. Verdammt, das war zu weit vorne. Okay, aber wir haben ihn fast. Oh, die rollen immer schneller. Das ist. Ich brauche Flächenangriffe, anders geht's nicht. Die rollen immer schneller. Aber der Meteor gefällt mir da gerade irgendwie am besten. Na komm, na komm, na komm, na komm. Na komm. Jawohl. Komm schon, da muss er was treffen. Jawohl. Okay, der letzte ist jetzt heavy. Und ich glaube, danach geht es erst richtig los. Oh, scheiße. Die kommen mir jedenfalls nicht zu nahe. Das ist gut. Und Schuss. Schon die Kugel trifft, die Kugel trifft. Jawoll! Das war noch nicht alles, oder? Das würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Ja, hau erstmal ab. Was das? Das war's? Kriegsherr von den jungen Ninjas besiegt. Und der Zauber, der die traurigen Reste seiner Armeen zusammenhielt, wurde endlich gebrochen. In eben diesem Augenblick wurden seine Samurai im ganzen Land von seinem dunklen Zauber befreit. Dank des Ninjas Hiro und seiner Freunde konnten die Tiere endlich in den Wald zurückkehren, um dort ein friedliches Leben zu führen. Als der Ninja-Meister von dem Berg, auf dem seine Ninjas einst gelebt und trainiert hatten, in die Ferne blickte, sah er, dass sich der Zorn der Götter gelegt hatte. Die Stürme am fernen Horizont, die das ganze Land bedroht hatten, zogen sich zurück. Und die Natur kam wieder ins Gleichgewicht. Auf dem dunklen Berg, auf dem einst das dunkle Schloss gen Himmel geragt hatte, machten sich Hiro und seine Freunde auf, um erneut durch das Land zu streifen. Schließlich gab es so viel zu lernen. Nun, da die vergessenen Geheimnisse der Kuji-Künste wieder ans Licht getreten waren. Es sollte Wochen dauern, bis sie die sicheren Gefilde ihres Heimatdorfes nach vielen neuen Abenteuern erreichten. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Aber was wurde aus dem bösen Samurai-Kriegsherrn? Er war besiegt. So viel stand fest. Und als sein gewaltiges, lebendes Schloss in sich zusammenfiel, stürzte auch er, umgeben von Trümmern und Flammen, in die Tiefe. Man möchte meinen, das wäre sein Ende gewesen. Aber wie es bei bösen Samurai-Kriegsherren oft passiert, tat sich just in diesem Moment die Erde unter ihm auf. Und er stürzte in die gewaltige Kluft, wo er von der Dunkelheit verschlungen wurde. Vielleicht für alle Zeiten. Okay. Ja, Leute. Das war Let's Play Mini Ninjas. Ich bin gerade etwas baff, dass das doch so... Also ich hätte jetzt bei dem Endbosskampf wirklich gedacht, da kommt noch was. Huh. Ja, gut. Okay. Kurzes Projekt. Einmal verreckt. Also, gänzlich verreckt. Einmal waren wir wirklich tot.
Aber das klingt so danach, als wenn da früher oder später noch ein zweiter Teil kommt. Das Spiel kam ja bei Steam und für die Xbox raus. Also ich denke mal, also für die Xbox 360 kam es raus. Jetzt, wo die neue Xbox angekündigt ist, wie hieß sie noch gleich? Xbox 720? Nein, warte, da gab es einen anderen Namen. Xbox, ach, weiß der Geier was. Ich vermute mal ganz stark, dass dafür vielleicht noch mal ein Mini-Ninja-Spiel kommt. Hoffe allerdings, dass es auch ebenfalls wieder bei Steam vertreten sein wird, weil die Xbox werde ich mir garantiert nicht kaufen, geschweige denn kaufen können. Jedenfalls nicht die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre. Also das nächste Jahr auf keinen Fall. Ja, dann schaue ich mal, was ich als nächstes für ein Projekt mache. Irgendwas wird mir jedenfalls schon einfallen. Das ist jetzt jedenfalls abgeschlossen. Mein Feedback zu dem Spiel, schöne Grafik. Die Soundfehler an einigen Stellen haben mich ziemlich gestört. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wo sie herkommen. Kann aber, muss aber nicht unbedingt am Spiel liegen, kann eventuell auch an meinem PC gelegen haben. Das möchte ich nicht hundertprozentig ausschließen. Ja, so an sich. Nette Aufmachung, viel Fantasie drinnen. Die Endbosse, ja, da wie wir den sehen, gerade den Furzenden. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Spiel länger ist. Also, dass man vielleicht mehrere Bosse drinnen hat. Die Jutsus schwerer versteckt gewesen wären. Ein paar Rätsel vielleicht drinnen gewesen wären. Aber gut, das Spiel soll wahrscheinlich auch die jüngeren Altersgruppen auch hauptsächlich ansprechen. Von der Steuerung her einfach gehalten. Auch wenn ich bis zum Ende nicht gerafft habe, welcher Knopf für was ist. Aber das ist mein normales Handicap, ehrlich gesagt, bei Spielen. Ja, ansonsten... nett. Es gab so ein paar Gegner, da sind wir dran verzweifelt. Da haben wir immer viele Herzen verloren. Es gibt garantiert einen einfacheren Weg, aber... das war's. Tag, Hiro. Yeah. Ja, pst. Alles klar. Aber wir wissen, dass das das Spiel war. Ja, okay, Leute. Das war Mini Ninjas. Ich habe es jetzt nicht zu 100% durchgespielt, weil wir ja ein paar Sachen vergessen hatten. Aber war auch eher so ein kleines Nebenprojekt von mir. Jetzt ist es abgeschlossen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao.